Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres U-Talks, dem Unternehmer-Talk, die erste Folge jetzt nach dem Sommer. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ja, als Verbandschefin der Hidden Champions, um die uns ja wirklich die ganze Welt beneidet, haben wir heute auch einen Hidden Champion bei uns, und zwar den der CDU, Dr. Norbert Röttgen. Lieber Herr Röttgen, herzlich willkommen bei den jungen Unternehmern und bei den Familienunternehmern. Frau Röser, das war eine ganz vorzügliche Vorstellung. Vielen Dank. Hallo. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wenn wir mal zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar, Sie gelten ja in Sachen Datensicherheit, also so wie beim Ausbau von 5G, als ein enger Verbündeter von den Familienunternehmern und den jungen Unternehmern. Was treibt Sie denn bei dem Thema an? Ist es nur die Sicherheit für das Auswärtige Amt und andere staatliche Stellen, oder was ist da wirklich die Antriebsfeder? Es ist auch eine Frage der Sicherheit, der Souveränität. Dieses 5G ist ja nicht einfach ein modernes 4G, das ein bisschen mehr kann, sondern das ist ein Qualitätssprung. Das wird das digitale Nervensystem von allem, von Unternehmen, von Verwaltung, unserer privaten Kommunikation. Und die Frage, wer das beherrscht technisch, wer es macht und kann, ist dann auch eine Frage von Souveränität oder Abhängigkeit. Wenn das Unternehmen machen eines Staates, also reden wir mal Klartext, zum Beispiel Huawei und China, und in diesem Staat die kommunistische autoritäre Parteiführung sowohl in Gesetze schreibt, aber auch ihr Selbstverständnis ist, alles hat sich unterzuordnen, hat unseren Interessen der Partei zu dienen und gerade solche Unternehmen, dann heißt das, dass über ein solches Unternehmen letztlich dieser Staat unser digitales Nervensystem betreibt und damit auch Macht hat. Ich glaube gar nicht, dass das unmittelbar Einfluss auf Datensicherheit hat. Aber was man befürchten muss, ist, dass in einem Konflikt, der sich ja ergeben kann, wir haben jetzt Hongkong, Taiwan, das Südchinesische Meer als eine wesentliche Handelsroute, und wenn in einem solchen Konflikt uns mitgeteilt wird, wir wollen, dass das weiter gut läuft mit diesem 5G. Ihr wisst ja, wir machen das. Lasst uns doch nicht in Konflikt geraten. Haltet euch zurück. Dann ist das eine Situation von Abhängigkeit, vor der ich unser Land schützen möchte. Ja, wir haben ja, ich habe es vorhin erwähnt, bei uns im Verband viele Hidden Champions, viele Weltmarkt- und Technologieführer. Und aus dem Grund haben wir auch wirklich ein hohes Interesse daran, an einer 5G-Infrastruktur mit hoher Datensicherheit. Das ist unglaublich wichtig. Und es ist ja kürzlich auch im Handelsblatt, jetzt im August, da waren wir, glaube ich, beide im Urlaub, aber da ist ein Artikel erschienen, und zwar über die Tauglichkeit des 5G-Infrastrukturs. Sicherheitskatalog wurde dort erörtert, und da wurde auch unser Mitglied Herr Herford von den Familienunternehmern mit der Aussage zitiert, dass der Entwurf zu lückenhaft sei. Gemeint ist der Bezug auf den Technologieschutz. Haben Sie das auch mit auf dem Schirm? Haben wir. Und einerseits ist es beklagenswert, dass es das IT-Sicherheitsgesetz noch nicht gibt, dass es noch nicht verabschiedet ist. Und andererseits ist es gut so, denn es war anders geplant. Es war eben unzulänglich, was den Schutz von Sicherheit anbelangt und was auch den Schutz gegenüber Unternehmen und Staaten anbelangt, die ganz andere Vorstellungen haben, Normvorstellungen, die mit Datenschutz gar nichts am Hut haben. Und darum ist Integrität der Daten, Souveränität der Systeme und technologische Beherrschung in Europa sind, glaube ich, strategische Interessen von der Datensicherheit bis zur Systemsicherheit. Und es wird jetzt wirklich Zeit, dass wir zu Entscheidungen kommen. Es ist überfällig, aber wir haben auch verhindert, dass etwas verabschiedet wurde, was unzureichend ist. Sie haben ja mal zart angedeutet, dass Sie als CDU-Vorsitzende auch mit einem Kanzlerkandidat aus den Reihen der CSU antreten könnten. Glauben Sie, dass man dieses Experiment wagen sollte? Wenn die Union wieder den Kanzler stellt, wäre es ein Riesenerfolg. Es ist keine Selbstverständlichkeit, überhaupt gar nicht. Es sieht jetzt alles schön aus, eine Momentaufnahme ist es nicht gesichert. Und darum ist mein Grundsatz, wir brauchen die Bestaufstellung. Das Zweite ist,
der CDU-Vorsitzende, von dem muss die Partei sagen und der muss von sich selber sagen, dass er Kanzler werden will und sich das Amt zutraut. Das ist ein großes Amt und darum ist es nicht leichtfertig zu sagen, das sage ich aber, den Anspruch erhebe ich. Aber gleichzeitig geht es nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir die beste Mannschaftsaufstellung hinbekommen. Und darum muss dieser neue CDU-Vorsitzende beides können. Er muss Kanzler können, aber er muss es auch können und wollen, wenn es im Dienste der Sache ist, CDU-Vorsitzender zu sein und nicht Kanzlerkandidat zu werden. Ja, da sind wir bei einem wirklich wichtigen Thema. Da haben uns ja auch schon wirklich viele Fragen von unseren Mitgliedern erreicht. Das interessiert die natürlich richtig, das ganze Thema Kanzlerkandidatur. Und es brennt vielen auch unter den Nägeln. Und die haben jetzt deswegen heute auch eingeschaltet, um Sie ein bisschen näher kennenzulernen. Und da habe ich schon ein, zwei Fragen auch reinbekommen. Und zwar beispielsweise, was treibt Sie denn an, CDU-Chef zu werden? Dass wir die Partei selber wiederbeleben und auch wieder einen Sinn geben, dass sie der Ort von Diskussion und Entscheidung ist, weil wir nur dadurch auch die Akzeptanz schaffen, dass solche schweren Entscheidungen auch getragen werden. Warum sollte ein Röttgen Kanzler werden? Worauf ich jedenfalls Wert gelegt habe, ist, dass ich gesagt habe, Leute, das geht jetzt nicht nur um meine Person, sondern es geht um Inhalt und es geht um Politik. Und ich habe gesagt, wir müssen uns verändern, damit wir wieder von der jungen Generation zum Beispiel als Gesprächspartner akzeptiert werden. Wir müssen wieder lebendig werden. Wir müssen uns den großen Fragen stellen. Also ich rede eigentlich die ganze Zeit über Inhalte. Und ich würde mich freuen, wenn darüber etwas mehr Wettbewerb entstünde und nicht nur, wer wird es denn? Das ist vielleicht dann gleichzeitig auch der größte Unterschied.